Die Polizei wird zu einem Leichenfund in der Dachgeschosswohnung im Haus von Michael S. gerufen. Es ist Steffi L. Sie ist 23 Jahre alt und hat einen 6-jährigen Sohn, der beim Vater lebt. Steffi hatte gehofft, in Krefeld ein neues Leben anfangen zu können. Ich habe die Stefanie in Essen am Straßenstrich kennengelernt. Die Steffi war sehr flippig, aber sie war immer auf der Suche, ja, so nach jemandem, an den sie sich anlehnen konnte, der sie aus diesem Sumpf wieder mit rauszieht. Das waren dann so Geschichten mit ihrem Kind, ihrem Ex-Mann. Das war alles nicht schön, was da passiert ist. Sie hat immer wieder um ihr Kind gekämpft. Es war ihr wichtig und hat da oft gesessen vor den Bildern. Oft geweint und auch echt bitterlich geweint. Ja, und das war dann immer so der Punkt, wo die dann angefangen hat zu konsumieren. Irgendwann erzählte sie mir eben vom Michael. Es stellte sich heraus, dass der Michael ein Freier war. Sie konnte dann in dem Haus einziehen. Das hat der Michael dann wohl mit seiner Mutter da irgendwie gedeichselt, oben unterm Dach. Ist sie da mit Sack und Pack nach Krefeld gezogen. Goodbye, Essen. Endlich kann ich mein neues Leben beginnen. Ich lasse alles Schlechte zurück und streiche die Leute aus meinem Leben, die mir schaden. Ich werde um meinen Sohn kämpfen und zum 1.8.2015 eine Ausbildung anfangen. Ich habe keine Lust mehr zu weinen und zu verzweifeln. Es reicht endgültig. Ich fange an zu leben und gehe mit erhobenen Hauptes geradeaus. Neuanfang. Michael S. stellt Steffi einen Ausbildungsplatz im Hotel seiner Mutter in Krefeld in Aussicht. Geregelte Arbeitszeiten, ein festes Einkommen. Steffi glaubt, dass sich in ihrem Leben jetzt alles zum Guten wendet. Mein Urlaub für den Sommer ist gebucht. Ja, und dann kam ja irgendwann ein Anruf. Ja, es hätte Ärger gegeben. Und dann schickte die mir per WhatsApp ein Bild, wo man eindeutig gesehen hat, dass die ein Hörnchen hatte. Also ein blaues Auge. Ja, der hat mich vergewaltigt und der hat mich gewürgt und geschlagen und ich wollte das nicht. Und ich hatte den nur nach 20 Euro gefragt und der ist mir da auf die Pelle gerückt, aber ich wollte nicht. Ja, und so ist das dann irgendwie zustande gekommen. Ich bin dann damals mit ihr zur Polizeiwache in Krefeld. Die haben die Anzeige aufgenommen. Ich bin eigentlich damals davon ausgegangen, jetzt verhaften sie den. Das ist alles nicht passiert. Aber ich hatte schon das Gefühl auch von der Polizei. Man glaubte ihr da nicht wirklich. Steffi sagt aus, dass Michael es ihr gedroht hat. Sie würde ihre Wohnung und den Ausbildungsplatz im Hotel der Mutter verlieren, wenn sie nicht das macht, was er will. Die Mutter muss ihr dann irgendwie gedroht haben, sie aus dem Haus zu schmeißen, wenn sie die Anzeige nicht zurücknimmt. Also das aber nur so, wie sie es mir wiedergegeben hat. Abmahnung. Sehr geehrte Frau L., um eine fristlose Kündigung zu vermeiden, bitte ich Sie, sich an die Hausordnung zu halten und sich einer ruhigen und anständigen Mieternachbarschaft anzupassen. Wir haben Ihnen eine Chance gegeben, trotz Ihrer physischen Probleme, für einen Neuanfang. Verspielen Sie diese nicht. Mit freundlichem Gruß.
war den Abend davor bei ihr. Da war eigentlich alles gut soweit. Bin dann am nächsten Morgen abgedampft und habe dann versucht, an dem Tag über sie noch zu hören, wie ihr geht, was sie macht. Ja, kriegt dann irgendwie keine Antwort. Ich denke, Das Handy wäre aus. Habe ich angerufen, Handy war an. Handy war den ganzen Tag über an. Umso später es wurde und da keine Nachricht kam, ja, so nervöser wurde ich irgendwie so ein bisschen. Ja, irgendwann habe ich den Michael dann versucht zu erreichen. Und er sagt, nee, hätte auch nichts von ihr gehört. Wir könnten ja mal irgendwie nachher gucken gehen, ob die oben ist. Ich habe die Wohnung aufgeschlossen, entweder ich hatte den Schlüssel oder der war da irgendwo versteckt. Ich weiß es nicht mehr 100%. Wir haben die Wohnung aufgeschlossen. Ja. Bin dann rein und habe die Stefanie dann tot auf der Couch liegend vorgefunden. Der Michael, der ist nicht richtig in den Raum gekommen. Der stand immer vorne irgendwie. Der ist nicht in den Raum reingegangen. So vom Gefühl jetzt so, wenn ich da jetzt so drauf gucke und das, was meine Erinnerung noch so hergibt, habe ich für mich einfach so den Beigeschmack, er hat mich einfach vorgeschickt. Er wusste, was ist oben und er hat mich vorgeschickt. Ich habe sofort Rettungsdienst, ich habe sofort telefoniert. Und die waren auch ruckzuck, waren die da. Stefanie ist dann abgeholt worden an dem Abend noch und die Wohnung wurde oben versiegelt. Ich bin dann irgendwann in der Nacht wieder nach Hause gefahren. Ja, das ist erstmal so irgendwie an mir vorbeigerauscht, alles. Die hinzugerufene Notärztin bescheinigt eine ungeklärte Todesursache. Also ich bin ja nochmal von der Polizei vernommen worden. Der Kripobeamte hat mir vorgelesen, dass der Michael bei der Polizei ausgesagt hätte, er wäre nach oben vor die Türe gegangen und hätte die Stefanie angerufen und in der Wohnung hätte das Handy von der Stefanie geklingelt. Er wäre aber nicht in die Wohnung gegangen, weil er keinen Schlüssel gehabt hätte, irgendwie so. Stefanie hat, weil sie ja als Prostituierte gearbeitet hat, da auf verschiedenen Plattformen auch vertreten war, ihr Handy grundsätzlich auf lautlos stehen gehabt, weil das Ding also stellenweise echt nicht ruhig gestanden hat. Also kann ja nicht sein, dass der Michael da oben ein Handy hat schellen gehört. Er hat da oben alles leergeräumt, alles weggeschmissen, hat dann jemand da oben putzen lassen. Für mich ist das, was der Michael getan hat, er hat irgendwas vernichtet, was man nicht mehr finden sollte. Was da vielleicht in der Wohnung gelegen hat, was vielleicht auf irgendwas einen Rückschluss zugelassen hätte. Aber beweisen oder ist natürlich heute unmöglich. Es ist nun so, dass das Todesermittlungsverfahren keinerlei Indizien dafür geliefert hat, dass es eine Fremdverursachung des Todes von Steffi L. gegeben hat. Wäre dies der Fall gewesen, wäre es ja auch nicht weiter als Todesermittlungsverfahren geführt und eingestellt worden, sondern es hätte sich daraus dann ja ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes ergeben. Das Gutachten ergibt, die Todesursache ist die Folge einer Vergiftung durch die Kombination verschiedener Substanzen, darunter Antidepressiva und Kokain. An den Obduktionsergebnissen ist nicht vorbeizukommen. Und damit habe ich keinen Anlass, die damals getätigten Ermittlungen in die Kritik zu stellen.
Am 1. Mai 2015 wird dieses Bild auf Facebook veröffentlicht. Gepostet von Michael S. Mutter. Leider ist Steffi am Dienstag verstorben. Ich hoffe, bei den Engeln geht es ihr besser als hier auf Erden. Ich wollte nur, dass ihre Freunde mit uns die Trauer teilen. Sie war auf so einem guten Weg. Steffi stirbt 3 Monate nach dem Einzug in das Haus der Familie S. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Steffi ist eine von 4 Frauen, die nachweislich im Umfeld von Michael S. zu Schaden gekommen ist. Auch Christine ist 23 Jahre alt, als Michael S. sie 1998 mit 126 Messerstichen tötet. 11 Jahre saß er dafür im Gefängnis. Sissi hat den Angriff von Michael S. 2014 überlebt. Seit der Gewalttat lebt sie in Angst. Auch weil der verurteilte Totschläger Michael S. nach ihrer Anzeige weiter auf freiem Fuß bleibt. Und so kann 2019 Anna verschwinden. Ihren Tod hat Michael S. mit der Kamera festgehalten. Ihre Leiche wird nicht gefunden. Der Schwager Dirk Deike gibt die Suche nach Anna nicht auf. Seine Frau Edith trauert um ihre Zwillingsschwester. Man weiß, sie ist tot. Aber auch nur anhand von Videomaterial. Ne? Man kann es nicht so realisieren. Also man kann jetzt immer noch nicht abschließen. Funktioniert einfach nicht. Vor dem Landgericht Essen kommt es im August 2020 zum Prozess. Ich mache mir keine Sorgen drüber. Die Beweislage ist so eindeutig, dass eigentlich nur noch ein gutes Urteil bei rauskommen kann. Eigentlich. Belastend ist natürlich, dass wir immer noch nicht wissen, was mit Anna genau passiert ist, wo er sie vergraben hat, dass wir sie nicht beerdigen können. Ein bisschen beruhigend ist in dem Sinne, dass er keine weiteren Frauen töten kann. Sich nicht mehr verstecken kann hinter seinen Lügen. Aber mehr auch nicht. Der Angeklagte hat sich bislang nicht eingelassen, er hat geschwiegen. Es würde ihm gut zu Gesicht stehen, wenn er sich äußern würde, was mit dem Opfer geschehen ist. Ja, das ist die letzte Chance, die wahrscheinlich die Familie noch hat, um zu erfahren, was ist mit Anna geschehen, wo ist Anna? Diese Frage kann nur der Angeklagte beantworten und der weiß das. Auf dem Rechner von Michael S. hatten die Ermittler ein Video gefunden, das den Angeklagten mit der toten Anna zeigte. Das Video haben wir das erste Mal im Gerichtssaal gesehen. Weil es stand eigentlich schon klar, dass sie es ist. Also anhand der Tätowierung, seine Wohnung natürlich. Der Tag des Verschwindens, weil es konnte genau nachvollzogen werden, wann das aufgenommen worden ist. Da also mussten wir da nicht zur Polizei uns das vorab anschauen, das haben wir erst im Gericht gesehen. Wenn man sich so ein Video ansehen muss, das Ausschnitte der Tat beschreibt oder insbesondere das Nachtatverhalten des Angeklagten filmt, wie er da uriniert auf dem Leichnam und sich jetzt endlich daran an dem Leichnam noch einmal vergeht, dann kann einem ja wirklich schlecht werden. So.
Und wenn dann der Täter da grinsend sitzt und sich das einfach anguckt in einer stoischen Gelassenheit, dann ist das mehr als despektierlich. Schrecklich, ne? Das ist die letzten Bilder, die wir dann von ihr in den Kopf gedonnert bekommen haben. Dass halt ihre Leiche geschändet worden ist. Also für uns absolut schrecklich zu sehen, wie er sich da vorgebeugt hat und sich das reingezogen hat, also wirklich konsumiert hat, nichts mehr wahrgenommen hat und sich innerlich da noch gefreut hat, ne, das nochmal sehen zu dürfen. Ne. Also das war richtig, richtig schlimm. Alle haben angewidert, weggeguckt und waren schockiert und er gar nichts. Also der hat das einfach nach vorne und hat sich da noch eingegrinst. Ne. Unvorstellbar. Bei der Auswertung der Festplatten konnten die Ermittler lesen, wonach Michael S. vor dem Verschwinden von Anna gesucht hatte. Nach ihrem Tod googelte er: Michael S. schaute sich immer wieder 5 abgespeicherte Bilder an. Darunter ein Foto von der von ihm erstochenen Christine. Ein unbekanntes Grab. Ein unklares Foto. Er selbst. Bei Stemmarbeiten in einer Lagerhalle. Und der aufgestemmte Betonboden. Halt hier wie in einer Lagerhalle den Boden aufstemmt. Ja, und es hat ja schon teilweise was vom Grab, ne? Also von der Größe. Gucken, ob da was zu erkennen ist, ob man das ausschließen kann. In Issum hat Michael S. eine Zeit lang in dieser Halle gearbeitet. Dirk Deike ist mit den Inhabern verabredet. Die Frage ist, die Aufnahme ist ja angeblich von 2013. In Schwarz-Weiß. Und dann gibt es hier nochmal ein Farbbild. Dieselbe Stelle vom 24.06.2019, also ein Tag nach dem Verschwinden meiner Schwägerin. Eindeutig die Halle ist es, ne? Guck mal, wenn man so die Platten nimmt hier, ne, den Boden aufstemmt. Und die Frage ist, warum stemmt er hier einfach den Boden auf, wenn hier nur was gelagert ist? Können wir mal selber gucken, ne? Wenn man so guckt hier, wenn man da so was aufstemmt. Das ist das hier mit der hohen Kante und hier das Loch in der Wand ist da auch. Ja. Das ist ja jetzt zu hier. Ja, das ist. Das sieht ja hier doch definitiv anders aus. Ja, aber das haben die für die Fundamente gemacht, die Schnitte. Man weiß es nicht. Das ist es ja.
Der Beton ist recht dick. Das ist auch kein selbstgemachter Beton. Also da sieht man, der ist richtig dunkel, der Beton. Mhm. Da sind dann Zusätze drin. Also der kommt aus dem Werk. Also kein Bauhausbeton. Nee. Der Beton ist einfach zu hart, zu massiv. Also für privat selber gemacht auf gar keinen Fall. Also ich bin der Meinung, da liegt nichts drunter. Ja? Würde ich vollkommen ausschließen. Ja, die Frage ist, warum macht er sich davon ein Foto, ne? Und zieht es wirklich einen Tag nach dem Mord an meiner Schwägerin dann auf seinen Rechner rüber, ne? Zusammen mit den Leichenbildern halt. Da war der Verdacht schon sehr naheliegend, dass er vielleicht sie hier vergraben haben könnte oder vielleicht auch Gegenstände, ne? Hat sich leider nicht als wahr herausgestellt. Wenn hier nichts ist, dann haben wir einen weniger, ne, wo wir uns drum kümmern müssen halt. Dann bleiben nicht mehr so viele Orte übrig. Urteilsverkündung Dezember 2020, Landgericht Essen. Es ist kein anderes Ergebnis vorstellbar. Es kann nur lebenslänglich mit besonderer Schuldschwere und Sicherungsverwahrung gehen. Im Moment ist er gefährlich. Das hat er nachdrücklich unter Beweis gestellt durch sein wirklich perfides Vorgehen. Und hinzu kommt ja noch, dass in seinem gesamten Umfeld ständig Frauen verschwinden. Ich hoffe, dass der Richter die richtige Entscheidung trifft. Gleich werden wir es erfahren. Auch Sissi ist gekommen, die Überlebende. Kameras auszumachen. Seine Strafe verbüßen, lebenslänglich mit besonderer Schuldschwere, heißt er hier 25 Jahre. Warum muss nichts vormachen? Dann ist der 70. Und wenn er dann noch in die Sicherungsverwahrung muss, das Gericht hat ja auch auf Sicherungsverwahrung erkannt, dann wird er noch mal 10 Jahre eingesperrt. Dann ist der 80, behauptet, er überlebt das gar nicht. Er ist ja auch nicht der Gesündeste, wie man so gesehen hat, von seiner Konstitution. Ja. Von daher ist das die Endstation für ihn. Aber wenn er sich entschuldigt hätte und hätte reinen Tisch gemacht, hätte eine Erklärung dafür gegeben, warum er so drauf ist, hat er aber nicht. Leider hat es das nicht ergeben, was wir uns erhofft haben, dass er vielleicht doch noch sagt, wo sie ist. Macht er leider nicht, wird er auch nicht machen. Damit haben wir eigentlich schon vorher mit gerechnet. Aber die Hoffnung war halt da, ne? Und sie schwindet jetzt halt immer mehr. Natürlich hoffen wir ja auch, dass das jemand vielleicht sieht und eventuell noch vielleicht mit ihm Kontakt hatte und uns eventuell mehr Hinweise geben kann, wo Anna halt ist, eventuell.
Denn die Polizei wird erst suchen, wenn es neue Zeugen gibt und neue Hinweise gibt. Solange wird die Polizei leider nichts mehr machen. Wenn ich an den Fall Anna denke, dann lässt mir das oft keine Ruhe mehr. Denn wenn der Fall Sissi zügig und schnell verhandelt worden wäre, dann wäre es ja so gewesen, dass Michael S. in Haft gewesen wäre und sich dann die Tat zum Nachteil der Anna so nicht mehr hätte ereignen können. Das ist schon ein ganz wichtiger Gesichtspunkt hier. Dadurch, dass so viel Zeit ins Land gezogen ist, führte das dazu, dass das dem Täter in die Hände gespielt hat. Der konnte munter weitermachen und er hat es ja auch getan. Für Sissis Anwältin, Christiane Theile, bleiben noch Fragen offen. Warum hat sich Michael S. dieses Grabfoto immer wieder angeschaut? Was bedeuten diese Fundsachen? Man hat unter dem Bett in einem Bettkasten gebrauchte Handtaschen und zwei gebrauchte Damengürtel gefunden. Da fragt man sich natürlich, wem gehören die? Welche Frauen stecken dahinter? Was ist diesen Frauen passiert? Warum befinden die sich unterm Bett? Und da kann man sehr schnell auf den Gedanken kommen, dass es sich bei den Dingen, die man da gefunden hat, um eine Art Trophäe handelt. Ein weiteres Bild, gespeichert 2013 auf der Festplatte von Michael S. Da war dann ein Foto, was relativ dunkel war. Man konnte zunächst mal nicht so ganz richtig erkennen, was da zu sehen war. Aber als es dann eben noch mal größer dargestellt war, meine ich, dass man relativ klar eine Frau erkennen konnte, die da gelegen hat. Man konnte auch nicht genau ihr Gesicht erkennen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine Leiche war. Ich habe dann auch gesagt, weil ich in dem Moment wirklich entsetzt war, als ich das Foto sah, habe ich gesagt, das ist doch eine Leiche. Ich meine, man kann nichts dazu sagen. Wir wissen nicht, was genau ist. Der Angeklagte sagt nichts, er erklärt uns das nicht. Wir können keine weiteren Quellen ausmachen. Wir können nicht wissen, woher das Foto genau stammt, also ne, von welcher Situation. Aber wir können vielleicht alle gemeinsam feststellen, dass da wahrscheinlich doch noch irgendwie eine tote Frau eine Rolle spielt. Und es gibt noch ein zweites Foto von dieser Unbekannten auf der Festplatte von Michael S. In diesem Gebiet in Krefeld hat Michael S. nach der Tat seine Drohne fliegen lassen. Wenn man diese Wälder sieht, wie groß das ist, diese Flächen, wird harte Arbeit hinterstecken, ne? Und das zu organisieren mit Hunden, ich meine, das ist auch eine finanzielle Sache, das ist nicht billig. Oder wenn man diesen See in Betracht nimmt, hat er da was versenkt vielleicht? Gegenstände, wie auch immer, mit Tauchern absuchen, ne? Das ist halt alles nicht passiert, weil man sich halt auf diese Müllverbrennungsanlage konzentriert hat, ne? Ohne Auffinden, keinen Abschied nehmen. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, ne?